Ich muss es mal von außen sehen. So sieht das viel geiler aus. Du musst noch näher ran. Ja. Jetzt. Mm. Oh, nom 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 nom. Und herzlich willkommen zurück zu Ark World, unser Jurassic World Ark Projekt. Wir zähmen gerade einen Jurassic Park Triceratops mit den Barry Bates aus Immersive Taming. Der ist auch schon zur Hälfte fertig. Okay. Er ist gleich soweit. Ich habe nur noch einen Barry Bait. Kann ich ja mal hinwerfen schon. Nein, nicht für den hier. Du kriegst den nicht. Brauchst gar nicht anfangen. Care for, feed Barry back. Jawoll, er enjoyed being fat. Ah, er hat mir ein Geschenk gegeben. Holz, er hat mir Holz gegeben. Er hat mir was geschenkt. Sehr gut. Er mag dich. Ja. Er oder sie. Ja. Es sind er. Ja. Aber mir macht's gerade Sorgen, dass er so ein bisschen sehr weit rüber geht zu den Dilos. Ja, die sind noch relativ weit weg. Also noch. 74%. Die kamen eben schon mal näher ran. Ich habe übrigens keine Berry Baits mehr. Ich brauche ein Food Bait jetzt. Ich kann ihn nicht füttern. Kannst du ihn füttern schnell? Achso, ich muss in den Last Slot machen. Ja, in den Last Slot. Wunderbar. Oh, der Giga kommt relativ nah. Was? Oh, wo? Gott. Wo? 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 Uiuiui. Der Giga ist genau da hinten. Lass mal die Tiere wegziehen. Ja, ja. Wir können die Tiere nicht wegziehen. Ihr müsst es dann verteidigen. Wir müssen ihn dann einfach töten. Der ist nicht so stark. Nee, ich meinte die Tiere ein Stückchen weiter nach hinten, weil unsere beiden Tiere weiter vorne standen. Ja, aber ihr müsst weiter vorne stehen als der Trike hier, ne? Damit er zuerst auf den. Also der Giga hat den High-Level-Raptor gefressen, aber wir können sie ja eh gerade nicht sehen. Scheiße. Ich brauch Foodbait hier. Ich brauch Foodbait. Ja, nice. Er ist gezähmt. Schnell weg. Weg. Wo ist der Rex? Ah, ich komme nicht an Rex. Nein. Am Strand. Er folgt dem Iguanodon. Ja, weil er ist gerade in die andere Richtung gerannt. Weil manchmal laufen die vorwärts und er ist gerade Richtung Giga gerannt. Deswegen habe ich ihn schnell abgepfiffen. Okay, wir haben einen Trike. Die sind auch ein bisschen schneller als die Standard-Trikes, die Jurassic Park-Trikes. Wir sehen das jetzt hier. Der ist ein bisschen flotter unterwegs. Hm. Der sieht da echt gut aus mit seinem roten Schild. Nice. Das wurde ja auch gesagt unter den Folgen, wir sollen mal ein bisschen mehr zähmen und so. Da finde ich das ganz gut, dass wir jetzt hier gerade diese Zähmtour unternehmen. Lonzo hat gerade geschrieben, der Raptor wollte Hammel oder Fisch haben. Er meint, jetzt müsste es eigentlich gehen. Okay. Müssen wir nächsten Mal testen. Hat er bei den anderen auch mal reingeguckt? Die anderen Fleischfresser? Ja, er muss mal die anderen noch kontrollieren, weil ich hatte das eigentlich so eingestellt, dass die meisten von denen, die kleineren, alle Fleisch akzeptieren, normales als Bait. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann... Hier vorne ist wer? Was? Wer? Wo? Wer denn? Wo denn? Das ist ein Rugops, ist das. Ja, den brauchen wir nicht. Den können wir wegmachen hier. Ja, wir haben den hübschen Weißen vor unserer Base. Ich habe Basic Dinosaurier-Genome und Rugops-DNA habe ich bekommen. Hier ist noch einer. Wer hat der? Willst du mal mit dem Bait probieren? Ja, er ist 25. Ja, töten. Wir können das mit dem Bait auch in der Base an dem 145er gleich probieren. Okay. Den hübschen. So, dann laufen wir mal zurück zur Base und dann machen wir mal eine kleine Übersicht und dann gehen wir nochmal los und zählen noch weiter. Ich baue auf jeden Fall nochmal Berry Baits, wenn wir nochmal Pflanzenfresser zählen wollen und so. Da fehlen mir gerade ein paar. Soll ich gleich mal testen, ob das mit dem Rugops hinhaut? Kannst du gerne mal machen. Ich muss aber mal ganz schnell AFK gehen kurz. Der Energy Drink will raus. Muss ich mal schnell hier in die Ecke stellen. Hast du heute einen Energy Drink getrunken? Ja. Oh ja, das hat er sich angetan. Ich hab meinen das noch hier. Ich hab mir das heute mal angetan. Falls was schief geht. Ja, warte kurz. Ich will den kurz abschleifen und die Tür zumachen. So, ich bin gleich wieder da. Und dann komme ich sofort nach. Warte. Kurve. Oh, der kriegt jetzt Movement Speed, der ist mir zu langsam. Die Rampe ist ja mal geil. Die Shadow hier gebaut hat. Die Rampe? Ja. Voll cool. Wegen dem Base-Umzug? Mhm. Er ist ja jetzt schon dabei und er hat jetzt die Rampe komplett hochgezogen hier. Aber da oben steht der halt echt noch. Sieht cool aus. Ich will auch mal gucken.
Ich renne jetzt Lea um. Ja, wenn man die runterschubsen könnte, das wäre so witzig. Oh, der macht die Rampe sogar noch breiter. Sehr schlau. Dann kann man nämlich die Tiere hochstellen. Sehr gut. Hier hinten ist noch so ein Rugops relativ nah. Es ist sogar ein 130er Rugops, der Orange, ne? Aber ich will jetzt den High-Level hinten probieren. Wenn er noch da ist. Warte, ich komme. Was? Ey, die hat mein Iguanodon vollgeladen. Lea hat mein Iguanodon vollgeladen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, ich bin wieder da. Schmeiß es raus. Nee, das ist. Wartet auf mich, wartet auf mich. Ich komme, ich komme. Das gibt's nicht. Tja, da bist du einmal im Weg. Ey. Boah, das ist ja krass hier, was der Shadow hier gebaut hat. Ja, ne? Wir haben uns das gerade auch angeguckt. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Der Hammer. Nice, nice. Das ist ja wie die Rolltreppe in den Himmel, so fast schon hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin doch kein lebendiges Lager. Für sie schon. Ich habe das Gefühl, der Rugops, der 145er, lebt nicht mehr. Es kann sein, dass die Allos ihn gefressen haben. Das ist ein cooler Platz für ein Besucherzentrum hier oben eigentlich. Ja, das, so, ne? Das ist cool. Das wäre cool, wenn wir hier oben das Besucherzentrum aufbauen. Besucherzentrum? Das Besucherzentrum. Weil wir auch Besucher kriegen werden. Wir sind nicht in Jurassic World Evolution hier. Ich hab sehr. Aber wir wollen doch einen Park bauen. Wir wollen doch einen Park bauen. Ich muss das jetzt mit dem 130er Rugops probieren. Der Hübsche ist scheinbar tot. Der ist nicht mehr da. Nein. Wo seid ihr jetzt? In welcher Richtung? Hier hinter dir. Ah, okay, da. Linke Seite. Also ich probiere das jetzt bei ihm. Der müsste mit normalem Fleisch das ja auch annehmen, ne? Genau, wir hatten den ja schon mal mit normalem Fleisch gezähmt. Da muss das ja wieder gehen eigentlich. Ja, stimmt, ich habe ja letztes Mal auch eingezähmt. Du hast letztes Mal ja auch schon eingezähmt, genau. Wir hatten ja schon mal einen. Der ist ja runtergefallen, als wir mit dem Floß unterwegs waren und vom Dings angegriffen wurden. Hallo. Ichthyornis. Moin sein. Das sieht echt beeindruckend aus, diese Rampe. Ich habe schon gesagt, wir können da oben ein Besucherzentrum aufbauen. Ja. Der Hugo findet's, glaube ich, auch nicht an. Ich komme schon. Ich bin zwar nicht leer, aber ich komme trotzdem schon. Also, helft dir. Nee, der Hugo nimmt es nicht. Da bleibt man einmal hier oben stehen. Ja, Lonestar muss sich mal ganz dringend alle Baits angucken und muss die zur Not mal von den Fleischfressern umstellen, außer von den großen, die müssen immer noch mit Trophies gemacht werden, auf jeden Fall. Oder Lonestar kann auch gerne noch mal kurz hier in den Channel kommen, dass ich ihm das noch mal sagen kann. Ist okay. Wie läuft's mit dem Rex? Ich nehme die Sachen gleich ab, ich komme mit dem Der Rex, den haben wir schon ein bisschen gelevelt. Wir gehen gleich noch mal los. Wir gehen gleich nochmal los mit dem Rex und machen gleich nochmal weiter. Wir wollen jetzt gerade hier nochmal Rugops zähmen. Wir haben allerdings gerade festgestellt. Ja, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass bei den Baits ein bisschen was wieder ausgeklinkt wurde. Also da ist wieder durch das Update von Immersive Taming ein bisschen was zurückgesetzt worden. Vielen Dank. So, ja. Ist. Ja, Fleisch am Spieß. Fleisch am Pfeil. Was ist eigentlich mit so einem Oviraptor? Der läuft weg. Was ist eigentlich mit dem Raptor? Tschu! Die letzten Rampen bist jetzt getestet? Ja, es funktioniert nicht. Ja, da hinten, aber es geht nicht. Lonestar meint, er muss jeden Dino gerade nochmal durchgehen. Ja, es hat sich leider zurückgesetzt. Es hat sich leider zurückgesetzt. Das müssen wir leider damit rechnen, mit den, wenn das Immersive Taming ein Update bekommt, dass es sich dann jedes Mal zurücksetzt anscheinend. Das heißt, du musst jedes Mal vorher kontrollieren, ob das noch alles stimmt. Richtig, genau. Das können wir leider auch immer so schwer testen. Man muss ja dazu dann spielen, um das rauszukriegen, so, ne? Beziehungsweise muss halt dann in dieses Buch reingucken. Und das kann halt nur der Admin. Also es kann halt Lonestar, weil er das Buch machen kann. Ich kann es ja nicht machen. Ich kann es mir dann höchstens cheaten. Oder versuchen mir zu cheaten. Das ist dann auch doof. Sammelst du gerade alles auf, Lea? Om nom nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Sehr schön. Nom nom nom. Das sieht total komisch aus. Ja, ne? Ja, ne? Ja. Warte, warte, ich muss das mal von außen sehen. So sieht das viel geiler aus. Du musst noch näher ran. Ja. Jetzt. Oh, nom 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 nom. Raubtierfütterung. Bärenfütterung. Immer ein Kühlo, ne, Shadow? Mal dran riechen, mal den Bart eintauchen und ach, so. Ach, siehste, und Leiter. Ja, die Leiter brauchen wir jetzt. Wir sind ja das Gesicht fertig mit der Rampe. Ja, das Gesicht mit Fleisch einschmieren. Oh ja, mach weiter, bitte. Oh Gott, nein, ich gehe. Nein, hier geblieben. Das Fleisch fühlt sich so gut an auf meiner Haut. Da ist es. Ja, super. Nee, ich brauche. Warte, ich hol's mir. Wir sind fertig. Wir müssen jetzt alle, wir müssen jetzt die Basis abbauen und nein, ich kann's nicht aufheben. Ah!
Oh oh. Ich schlafe. Ich muss kurz AFK, ne? Nein, mein Helm ist, glaube ich, kaputt. Irgendwas ist kaputt gegangen. Ich werde hier irgendwie gerade in die Zwickmühle genommen. Ich glaube, jetzt habe ich Spielbären in Rugobs verfüttert. Ja. Funktioniert das nicht auch? Du kannst, das geht. Man kann auch Leichen verfüttern. Aber ich weiß nicht, ob man menschliche Spieler verfüttern kann. Das weiß ich nicht. Menschliche Spieler? Menschliche Spieler, ist ja, okay. Genau. So, die jetzt, Welt wird von Echsen regiert und so. Jetzt ist ja, genau. Die Rampe wirklich fertig. Sehr gut, die Rampe ist fertig. Ich muss jetzt noch schnell mein Zeug holen. Ich bin ja wieder gestorben. Müssen wir erstmal warten, bis das mit den Tamen wieder funktioniert, wa? Ja. Stimmt. Außer wir suchen einen Dödi, weil der ist Pflanzenfresser. Wir wollten noch mehr Baits. Das Gute ist, die Einstellungen, wenn Lonestar die jetzt verändert, werden die direkt übernommen. Das heißt, wir müssen den Server nicht irgendwie neu starten oder so. Das wird direkt übernommen dann, wenn Lonestar das eingestellt hat. Kann man einen Trike-Sattel machen? Du kannst ab und zu an sich mal, wenn du einen Rugobs hast, den du zähmen willst, kannst du einfach mal ein Bait hinschießen und gucken, ob es schon funktioniert. Weil Lonestar ist ja gerade dabei. Ich mach jetzt mal einen Trike-Sattel, weil dann kann man mit denen nämlich auch Bären und sowas fahren. Wenn jemand von euch gerade nichts zu tun hat, könnte er auch mithelfen, die Basis zu verlegen. Also so ein paar Sachen aus der Basis abpicken und dann oben auf dem Plateau wieder aufbauen. Mhm. Ja, wir werden jetzt gleich nochmal losgehen, auf jeden Fall nochmal zähmen weiter. Ich muss jetzt noch schnell mein Zeug holen. Wer hüpft denn hier um mich herum? Ist es Ari? Sieht so lustig aus. Oh, ich muss mal wieder die Skins loswerden. Ja, die Carbonimus können wir auch schon nach oben bringen. Der Jurassic Park Trike, der lädt so einen Ansturm auch, so ähnlich wie das Nashorn. Das machen die Trikes jetzt generell. Trike, genau. Ja? Das ist seit dem einen ewig nicht mehr geritten, Update, wie hießen TLC. Die? TLC-Update, genau. Seit einem TLC-Update machen die das auch. Und sie haben auch einen Pack-Bonus. Da hinten ist ein Dracorex 145. Dracorex, da müssen wir mal gucken, ob das mit dem Zähm geht. Ich glaube, der braucht Trophäen. Könnte die noch mit dem Rex. Der wird jetzt gefressen. Okay. Ach nee, stimmt. Nee, Dracorex, nee, stimmt. Braucht keine Trophäen. Blödsinn. Das sind Pflanzenfresser. Das sind Pflanzenfresser. Ja, ich verwechsel die immer. Nur weil Rex im Namen ist. Ja, nur weil Rex im Namen ist, denke ich automatisch an was Großes, Böses mit vielen Zähnen. Ich muss Rechtsklick machen für die Bären, deswegen. Hier liefen auch vorhin Alus rum. Unser Iguanodon wurde angegriffen von einem Alu. Ja. Ja, da ganz hinten sind zwei Stück. Könntest du mit dem Rex mal schnell fressen? Mach ich auch gleich. Huch, Moment. Ich habe jetzt übrigens auch von Trilobiten schon schwarze Perlen und so gekriegt. Ich pack die mal in den Fabricator. Das müssen wir doch eh alles abräumen gleich. Ja. Ja, ich muss es irgendwo hinpacken. Weil wenn ich es behalte und dann am Ende komme ich nicht mehr an mein Inventar ran, dann ist es weg. Also ich habe das jetzt mal da reingepackt. Das ist gut, dass man im Laufen jetzt Bären fahren kann mit dem Trike. Ich muss mal schnell trinken gehen. Nein, Rex, geh weg. Ja, knurrt. Hast du das gerade gehört? Wie er mich gerade angeknurrt hat, als ich gesagt habe, geh weg. Das fand er nicht nett. Hat er gemacht. So. Wir gleich nochmal aus, hier den Rugobs zu tamen. So, dann killen wir mal hier die Alus. Sind da hinten, ganz rechts hinten. Ihr könnt ja mit in der Nähe bleiben mit den anderen Tieren, dann kriegen wir auch noch ein bisschen Level. Weil die Pflanzenfresser zu leveln ist sonst so, ne? Leicht nervig. So, das sind ja Jurassic Park Alus. Ich hoffe, die haben jetzt nicht irgendwelche tollen Spezialfähigkeiten, die diesen Rex hier ganz schnell töten. Ich lade sie halt selber mal die Stamina voll auf, bevor ich da reingehe. Guck's mir von hinten an. Ja, genau, guck's dir von hinten an. So, meine Lieben. Oh, sie greifen an auf jeden Fall. Oh, oh. Schon wieder mein Werk, Latschialisaurus. Ja, das ist da. 30, 60, okay. Das ist auf der Insel da rechts, die kleine rechts. Ja, hin, los, ihr Tamer, haut rein. Ja, okay, wir brauchen. Haben wir schon Berry Baits neue? Ich muss mir ich aber neue Berry Baits. Okay, perfekt. Also, ich habe noch 10 Pfeile. Mhm. Okay, ich gehe mal zurück zur Base. Das ist gar nicht so weit weg, das können wir uns holen, oder? Genau, das holen wir jetzt. Das holen wir jetzt. Wir machen das jetzt. Ich brauche nur Berry Baits. Wir müssen ja als Pflanzenfresser, deswegen. Hol ich mir jetzt schnell Berry Baits. Ich glaube, oben im Schrank waren sogar auch welche drin. Mhm. Also, ne, bei der Rampe hatte ich einen Schrank gestellt. Hattet ihr jetzt schon die, oder hatte Nami jetzt schon die, Bait, schon. Den Bait-Schrank gemacht? Ich glaube nicht. Okay. Dann können aber wir nämlich da. Da ist ein Schrank, wo es drin ist.
Mhm, genau, aber die, der Foodbait-Schrank, der verbraucht weniger Sparkpowder. Moment, hier meine Foodbait-Dings. Wo ist sind jetzt die Berrybaits drin? Irgendwo oben, glaube ich, in dem Schrank. Oben ist nichts mehr da. Oben ist schon alles abgebaut. Wo ist jetzt, wo sind jetzt die Berrybaits? Also oben bei der neuen Base sozusagen, ach, da steht ein Schrank. Und da sind welche drin. Alles klar, dann gehe ich mal dahin schnell. Wir müssen ja so schnell wie möglich mal ein paar Foundations aufstellen. Mhm. Ihr könnt jetzt übrigens auch die Standard-Foundations bauen. Die habe ich jetzt wieder freigegeben. Ja, aber brauchen wir ja nicht. Solange wir nicht irgendwas blockieren wollen. So. So, ich habe mir jetzt mal 28 von den Berrybaits genommen. Genau, ich nehme jetzt den Rex, dann gehen wir jetzt dahin. Wo war das jetzt? Den Rex mitnehmen? 30, 60. Ich würde schon sagen, dass wir den Rex mitnehmen, oder? Wegen PvP, falls da Leute sind. Erhält euch auf jeden Fall. Ja. Naja. 30, 60. Können wir da schnell hinlaufen? Das ist ja nicht weit weg. Dann müssen wir ihn fahren. Das ist eine andere Insel. Wir brauchen einen Raft. Wir haben ja noch eins. Haben wir noch eins? Haben wir das da hinten? Weil dann fahren wir direkt da hinten raus. Das ist schneller. Dann machen wir das. Ich glaube, ja, das stand da, glaube ich. Ja, das müsste eigentlich hinten sein. Passt der Rex auf das Floß? Na klar. Mit ein bisschen Kuscheln. So, da müssen wir mal gucken mit dem Raptoren gleich, ob das dann geht. Ich hoffe, das geht dann. Oh Gott. Okay, ich bleib mal so stehen, ne? Mhm. Ich kann fahren, ich kann sogar sehen, ich kann unten durchgucken. Nice. Fahren, ich kann sogar sehen. Ja, es kann sein, dass es sich verbuggt und so. Mensch. Ich fütter den Rex dabei mal ein bisschen hoch. Mhm. Das ist überhaupt nicht ordentlich. Mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht nicht so weit ins Offen. Ja, genau, Lizüchtes und so. Ja, und andere komische Viecher, die dich vom Boot ziehen. Bringt mir nicht diese komischen Viecher. Ja. Da schnauft er nur noch. Gottselig so. Also es müsste die Insel da vorne sein, oder? Die kleine? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Das ist die große. Wir teilen uns mal wieder auf. Okay. Wir gehen mal wieder runter, leer. Sehen wir mit. Mal schnell unter das Floß gucken, ob da schon Gefahr lauert. War ein Hai, der kam gerade zum. Und weil hier gerade geschrieben wird, kleine Info, wird zwischendurch, Piru hat einen Elfmeter geschossen. Verschossen, Verzeihung. Wir sind natürlich hier uns bewusst, dass wir das Ganze hier gerade abfackeln, das Projekt, während die WM läuft. Das heißt, wir werden die Streams dann entsprechend außerhalb der Spielzeiten der deutschen Nationalmannschaft legen, damit ihr trotzdem hier schauen könnt und dann auch die Fußballspiele nicht verpasst. Ne? Also wir versuchen da ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Deswegen wird der folgende Stream am nächsten Samstag auch entsprechend früher stattfinden, damit wir da nicht ins Deutschlandspiel reingrätschen, sozusagen. Damit wir zeitliche Grätschen vermeiden. Wann früher ist früher? 15 Uhr werden wir dann wahrscheinlich starten, wenn wir 3 Stunden machen. Um 18 Uhr geht ja das Spiel los. Also werden wir wahrscheinlich um 15 Uhr anfangen müssen. Okay. Da arbeite ich noch. Ja, Fußball ist halt so. Ich kann es ja nicht ändern. Das ist die richtige Insel, ne? Ich bin die ganze Zeit paranoid am gucken, ob unterm Floß irgendwas ist. Das müsste ich richtig sein. Gucken schon die ganze Zeit. Das ist ein Juti. Ja, okay, der Juti ist ja nicht schlimm, wir haben ja einen Rex. Wir suchen einen Glacialisaurus. Ein Glacialisaurus, genau. Ein Eissaurus. Ein Gletschersaurus. Da vorne ist irgendwie auch nicht so geil. Na, guck mal, alle Fleischfresser sollten wieder normales Fleisch annehmen. Ihr könnt sehr ja gut. Schon mal schauen, ob ihr was glitzern seht oder so. Aber hoffentlich nicht die großen. Also da muss Lonza aufpassen, dass er nicht die großen freigibt. Da ist ein heller Glacialisaurus, also, der gleich an einem Gigant stirbt. Wo sind die das? Ist das ein Glitzern da? Er müsste glitzern. Glacial has been slain. Okay, das war er. Scheiße, okay. So knapp. Aber warte mal, da ist ein Skorpion. Mal hier umsehen. Ich will mir mal schnell die Skorpione schnecken hier. Die holen wir uns jetzt hier. Wir brauchen auch Chitin und so. Ich glaube, auf der Insel gab es sogar auch mal Raptoren. Wir können ja mal schauen, ob wir welche sehen. Es wird dann nur ein bisschen anstrengend, die mit dem kleinen Floß halt rüberzuziehen, ne? Ja. Shadow freut sich. Weil wir gerade los sind, das Ding gestorben ist. Ja, das ist aber auch nur deswegen gestorben, weil wir jetzt in den aktiven Bereich, ne, rein sind. Seid ihr jetzt schon auf dem Rückweg? Nee, nein, wir sind gerade angekommen, jetzt hier als mal es gestorben ist. Und jetzt suchen wir Raptoren. In unserer Base ist nämlich ein Level 90er Rex gespawnt. Oh. So. Oh.
haben wir Trophies? Wir haben doch noch Trophies, oder? Wir hatten doch beim letzten Mal 6 oder pass so. Pass auf, der Giga ist hier vorne direkt. Kann jemand das Floß holen? Okay, ich bin ja. Ich oder, ja, wir könnten theoretisch auch alle auf ihn losgehen. Damit, die müssten wir eigentlich töten können. Ja. Ich glaube schon. Also der, die sind nicht so stark wie die sind nicht so stark wie die Standard-Gigas. Nee. Ja, war schön. Soll ich mal anfühlen? Ich hab euch lieb. Soll ich mit dem Rex mal anfühlen? Okay. Ich fühle mit dem Rex mal an jetzt. Wir probieren's. Knurrt. Ja, das geht. Das geht. Guck mal, der ist schon fast tot. Der ist schon fast tot. Der ist schon fast tot. Bam. Ich habe ein Herz eines Giganotosaurus bekommen. Ich habe DNA bekommen. Er hat dir sein Herz geschenkt. Ja, er hat mir Herzen geschenkt. Er hat ganz viele Herzen sogar. Ich habe 2 Herzen. Das ist wie bei Conan, oder was? Ja, die Kraft der 2 Herzen hat er nämlich. Auf geht's. Warte, ich muss nochmal schnell brüllen. Kannst du das nicht auf dem Fluss machen? Oh nein, warte. So. Ich hätte beinahe J gefiffen. Tja, das war ein kurzer Ausflug. Ja. Schade, das war echt gut gelegen. Ja, es war gut gelegen, aber leider war die Rare Sighting eingekeilt beim Giga. Das hat sie gekillt. Was ist denn das da? Ein Hai. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hab auch gerade geguckt. Wo ist das? Oh Gott, das ist oben im Eisgebiet. Lonestar Attempt versucht gerade eine Rare Sighting zu attempten. Mal gucken, ob das geht. Da muss man dazu es nämlich auch sagen. Eine. Es kam eine. Es kam gerade eine. Brontornis 1525. Echt? Ja, oben im Eisgebiet. Brontornis. Oh, warte mal, Brontornis sind die Terrorbirds, ne? Die Jurassic Park Terrorbirds. Es ist übrigens, wenn ich das Overlay aus habe und in K bin, dann sieht man die Nachrichten nicht. Deswegen wundere ich mich da manchmal. 15. Was war das? 1525. Wollen wir uns den holen oder nicht? Ja, wenn wir jetzt eh unterwegs sind und schon, ne, können wir es ja machen eigentlich. Haben wir mit dem 90er Rex? Ja, der 90er Rex, der läuft ja nicht weg, der ist so in der Base bei uns. Haben wir Fleischbait? Wir haben, ich habe einiges an Fleischbait mitgenommen. Ich habe auch noch 2x Prime Meat am Pfeil. Okay, na dann los. Das ist ein ganz schönes Eck. Ja. Vielleicht erfriert ihr mir nicht. Und ach ja, scheiße, stimmt. Wieder von irgendwas vom Floß. Wir müssen, glaube ich, dann Lagerfeuer anmachen. Meint ihr, man kann sich vor diesem Viech retten, wenn man an den Seiten ums Floß herum Foundations setzt und so? So mit Wänden oder so? Weil er zieht dich ja eigentlich da runter. A rare fevered carbonimus has been spotted. 30-50. Bei mir kam da gerade nichts. 30-50? 30-50, Da sind wir. Da sind wir gerade. Okay, dann muss es irgendwo hier sein. Okay, dann gehen wir müssen nach oben zur anderen Insel, ne? Genau, ein Stückchen hoch. Wieder. Ist das die? 3050 Carbonemus, richtig? Ja, das ist Carbonemus, die da oben, das ist richtig. Was war das? Fevered Carbonemus? Fevered Carbonemus. Oh, das ist auch neu bei bei Rare Sightings. Es gibt kranke Tiere und die Krankheiten haben Effekte auf den Spieler. Das heißt, wir zählen jetzt wahrscheinlich gerade einen kranken Carbonemus dann. Fevered. Und dann haben wir alle Fieber, oder was? Na toll. Wahrscheinlich hat das dann. Ja, wahrscheinlich werden wir dann krank. Oder unsere Tiere werden krank. Da ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Unter dem Diplo, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das ist. Wo? Links unter dem Diplo bei einem Rex. Da ist ein Rex im Weg. Ja, wir können ja eh gleich alles umbringen, was darum läuft. Fevered Carbonemus. Ich halte jetzt mal hier an. Wie der Rex. Ich kann ja gar nicht das Fernglas benutzen, wenn ich auf dem Raptor sitze. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist erstmal ein komischer Lealyasaurus. Der Rex ist im Level aufgestiegen. Gehen wir ihm mal. Hier ist noch ein Velociraptor. Einer von euch. Oh, die kommen alle. Oh Gott, passt bloß auf. Oh ja. Komm zu mir. Wenn wir die Carbonemus da hinten angucken. Achtung, sie bringt auch noch welche mit. Ja, ich hab sie. Aber was, jetzt kommt hier noch ein Iguana. Da sind leider High-Level dabei. Ja, sind noch Trilobiten auf jeden Fall. Ja, die müssen wir auch noch ausnehmen. Kannst du mir helfen? Ich hab hier noch Ameisen, die ich nicht loswerde. Ja, warte. Komm zu mir ran, ich hab einen Wendekreis. Guck mal schnell hier hinten. Hier sind auch 2 Carbonemus. Da ist noch ein Raptor, der 2 Raptoren bildet. Wird sie doch sie angelockt? Da sind Petris. Lasst mich mal ganz kurz hier die Ameisen ausnehmen, bevor ihr zu weit weglauft. Die beiden sind's.